to keep an eye on all of them. Yo. Bonn, Chemnitz und Heidelberg. Ich glaube, das sind, die könnten überraschen. Ich glaube, gegen Chemnitz wird das interessant. Auf Rostock bin ich gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt auf Rostock, weil ich noch nie gegen Rostock gespielt habe. Ich bin sehr gespannt, wie sich Rostock als Aufsteiger schlagen. Rostock, Aufsteiger, weißt du, was man erwarten kann? Für uns aber mit Sicherheit mit ein Highlight dann auch gegen die absoluten Top-Mannschaften in Europa uns messen zu dürfen. Ich bin sehr gespannt auf die Telekom Baskets Bonn. Sie haben viele Spieler dabei, die letztes Jahr dabei waren. Und neue Spieler dazugeholt, die das System von Tuomas Isalo schon kennen. Bonn looks very good again this season, so I'm very excited to see them play. Ich bin auf Ludwigsburg sehr gespannt. Jetzt nach der John Patrick-Ära fängt da was Neues für die an. Heidelberg, weil der Jonas Isalo, der bei uns letztes Jahr war, jetzt da Cheftrainer ist. Ich bin gespannt auf Anton Gavell und Ulm in seinem ersten Jahr als BBL-Headcoach. Würzburg tatsächlich ganz gut sein wird. Ich glaube einfach, dass die gute Spieler verpflichtet haben. Ich freue natürlich die ganzen Derbys mit Bayreuth und Würzburg. Oldenburg. WWE Baskets Oldenburg. Bin natürlich sehr neugierig, wie der mein ehemaliger Coach Pedro dort das Team entwickelt. I like Berlin personally. Alba Berlin, because they are a great team, especially in the playoffs. Bin wieder gespannt auf Alba und ich einfach gespannt bin, ob die dieses Niveau noch weiter expandieren können. Alba Berlin, just want to get that experience to see how they play. Auf alle 17 sind wir gespannt. Jeder Sieg ist wichtig. Auf alle. Ich persönlich freue mich auf alle 17 Teams, gegen die wir spielen werden. Ich denke, wir werden viele spannende und aufregende Spiele sehen. Aber am meisten gespannt bin ich auf uns selber.